Grillen und Barbecue ist eines meiner liebsten Hobbys. Draußen große Fleischstücke zubereiten, essen, sich mit Freunden treffen und Fine Dining ist das Ganze natürlich auf ein Top-Niveau abzuliefern. Kann man ein Gericht, das man normalerweise nur mit modernsten Techniken zubereitet, auch ganz archaisch auf dem Grill mit Feuer, Glut, Rauch und Asche zubereiten? Und so sind wir auf die Idee gekommen, diese beiden kulinarischen Welten zu vereinen. Feuer ist für uns nicht nur archaisch grob, sondern eher ursprünglich, back to the roots, damit sich die Sinne hoch aufschwingen können. In unserem Buch werden ohne Umschweife die offensichtlichen Grundlagen des Fine Dining Barbecue in allen Bereichen präsentiert. Das Buch ist aufgebaut nach verschiedenen Temperatur- und Garzonen. Wir starten bei Minusgraden und enden bei 1000 Grad. Nach dieser Logik haben wir die Rezepte entwickelt und auch umgesetzt. So wird beispielsweise der Hirschschinken bei 36 Grad kalt geräuchert, während der Lobster Thermidor bei 800 Grad Oberhitze gegart wird. Also wir spielen mit dem kompletten Temperaturspektrum und so ist auch der Aufbau des Buches. Fine Dining Barbecue ist bereits das dritte Buch, was wir gemeinsam veröffentlichen. Zwischen uns herrscht eine langjährige Freundschaft, ein offener Austausch, der auf absoluter Präzision, Leidenschaft und auf einer besonderen Emotionalität basiert. Wenn ich mit Heiko zusammenarbeite, ist es nicht so, dass wir nach einem festen Skript arbeiten. Wir schreiben uns ein paar Stichpunkte, wir stecken abends die Köpfe zusammen, trinken das eine oder andere Glas Wein. Und dieser kreative Prozess, mit dem Heiko zusammen zu shooten, zu kochen und zu arbeiten, das ist für mich das Allerschönste am Bücherschreiben.